So, willkommen Leute im nächsten Part von Evoland 2. Hier sind wir wie versprochen bei der Hexe Bibi, die unsere Kraft erhöhen kann. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Nix von den zwei Sachen eigentlich, oder? Mal einen Verbündeten wecken. Wisst ihr, worum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist diese Lebensenergie extrem, bla bla bla, haben wir schon alles gehört von dir. Wir geben dir jetzt mal Mana, Fräulein. Hier, guck mal. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Fangen wir mit dem etwas kräftiger gebauten an. Er ist das ideale Versuchskaninchen. Tja, da kann er sich gar nicht wehren. Okay. Aufwerten von Kräften. Menos hat Kraft hat Stufe 2 erreicht. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Klingt gut. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Genau, ich wollte ihr mal die grüne Pampe mitbringen. Ah, der kann LP herstellen. Das ist gut. Ich gebe ihr mal noch mehr Tränke. Noch mehr Pampe. Ich habe ja noch andere Pampe. Hier wäre nämlich noch rote Pampe. Es gibt bestimmt noch blaue. Oma Bibi würde euch einen richtig schönen Trank brauen. Stellt eure gesamten LP wieder her. Gut, jetzt haben wir mal von jedem einen. Das sollte reichen. Denkt an mich, wenn eure hübschen Lippen die Flasche berühren. Hihihihihi. So, schnell wieder weg von der komischen, creepy Oma. Gut, das heißt, wir können die Kräfte noch steigern von unseren Verbündeten. Das ist schon mal interessant. Mal sehen, was Fina da noch lernen kann. Aber erstmal kümmern wir uns um den Felsen bei der Mayenne-Brücke. Ich will jetzt auch mal sehen, wie die Power hier aussieht von Menos. Einmal. Jetzt kapiere ich auch, was die 1 da soll. Bams! Das hat gesessen, würde ich sagen. Hallo. Bla 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 bla. Ich habe ihn zertrümmert, ihr Volltrottel. Habt ihr einen Schaden? Ich habe den Felsbrocken kaputt gemacht. Jetzt will ich auch mal den Vergleich sehen von seiner Kraft. Also das ist sein normaler Angriff. Okay. Und jetzt laden wir gleich nochmal voll auf. Und schau mal, was er kann. 1, 2, rums. Ah, okay. Schon ein wesentlich größeres Feld. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. So. War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Au, du Scheißkerl. Alter, was wirft denn der da rum? Ich denke, dass wir später auch die Fähigkeit kriegen werden, frei durch die verschiedenen Zeiten zu reisen. Wissen wir ja, dann können wir zu Oma Bibi gehen, unsere Charaktere aufwerten, können in die Vergangenheit gehen, das Oricon-Erz verwenden für Waffen und Rüstungen. Ja. Und alles mögliche andere noch, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Seit wann kommt die jetzt auf der Overworld raus? Kuro, schaut nur, schaut euch das an. Wow, okay. Was ist hier passiert? Wo ist mein Dorf? Meine Eltern, meine Freunde. Ja, ich dachte, wir hätten die Sache schon geklärt. Die sind in einer anderen Zeitepoche, Fräulein. Alles weg. Ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich Gewissheit. Das hier ist nicht unsere Zeit. Ja, das war doch schon völlig klar, oder? Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Dort sollte es uns jemand sagen können. Ja, es gibt ja zum Glück sogar noch Genua. Ich bin aber noch interessiert, was hier noch sonst alles ist. Pyramide des Propheten, das klingt ja interessant. Da kann ich nicht runter, okay. Da drüben habe ich auch noch einen Hafen gesehen, rechts. Genau. Serahafen. Da unten hätten wir noch was. Sturmtal, genau. Und darüber kann ich nicht. Also ich denke, wir werden wieder wie im ersten Teil so eine Art Luftschiff bekommen, später.
Aber gut, ne, wir gehen mal noch nicht nach Genua, wisst ihr was? Vielleicht finde ich wieder irgendwas, Oricon-Erz oder sonst irgendwas, was ich brauchen kann. Was geht denn hier ab bei euch, Leute? Als Frau eines Seemanns braucht man Geduld und darf sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Cool, da will ich hin. Wo ist denn der Typ, der jetzt hier runtergerannt ist? Ah, da oben. Flink ist er unterwegs. Ja, Kollege. Den ganzen Tag lang Kisten und Fässer zu stemmen ist anstrengend, aber lukrativ. Ja, dann mach's mal bitte und renn hier nicht einfach nur durch die Gegend ohne irgendwas. Alter Schwätzer. Kann ich da rein? Nö. Lässt er mich nicht. Dann gucken wir mal weiter. Das Leben auf See ist kein Zuckerlecken. Aber an Land ist es noch schlimmer. Immerhin ist der Captain nicht hier, um uns im Auge zu behalten. Ja, wo ist er denn? Auf See oder wie? Seeleute sind sehr abergläubisch. Hört euch bloß an, was sie über die verfluchte Insel sagen. Sie glauben, dass dort der Geist des grausamen Piraten Roberts lebt. Haben wir den nicht getroffen? Oder schlafe ich? Niemand weiß, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Also, sein Geist? Wer war nochmal Robert? Wir haben den noch getroffen. Der Name sagt mir was. Oder haben wir den bekämpft? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Dieser letzte Sturm hat noch mehr Fluten ausgelöst. Mit jedem Jahr wird es schlimmer. Wenn das so weitergeht, wird der Hafen noch ganz im Meer versinken. Mhm. Mit dir habe ich schon geredet, okay? Nein, ich will nicht mit dir reden. So. Puh, endlich eine kleine Pause. Der Captain lässt uns schinden. Aber Seemann zu sein ist eine Bestimmung. Das offene Meer ins Unbekannte zu segeln, das ist das ganz große Abenteuer. Wenn da bloß nicht zu viele Planken zu schrubben, Segel zu bergen und Taue zu reparieren wären. Hm. Hat alles seinen Preis, mein Freund. So, hier ist euer Schiffchen. Wenn ihr in See stechen wollt, müsst ihr den Captain fragen. Er entscheidet, wann wir auslaufen und wohin wir segeln. Mhm. Hallo. Sprich mit mir. Ich bin hier, um an Bord zu gehen, doch der Captain weigert sich auszulaufen. Auf das der Zorn des großen Zerstörers ihn niederstrecke. Also nachdem wir angekommen sind, meine ich natürlich. Unterwegs wäre es mir lieber, wenn nichts passieren würde. Ja, ja, alles klar. Captain, was geht? Vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl. Und ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Roberts sein. Ich sag euch, diese Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung von höherer Gewalt, zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat holen. Ohne rühre ich mich nicht von der Stelle. In Genua solltet ihr sowas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber billig wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie ihre Sachen verschenken. Alles klar. Müssen wir wieder Drecksarbeit machen. Ist aber schon blöd, dass ich hier in kein Haus rein kann. Hier unten ist sowieso nichts mehr, ne? Schöne Musik hat sie auf jeden Fall noch. Aber das war's dann auch schon. Gut. Dieses Prophetending interessiert mich dann doch noch. Ich guck mal rein, bevor ich nach Genua gehe. Hier ist Shift schon mal. Der große Zerstörer wird euch alle strafen. Jo, was geht ab? Nie, 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 nie. Was? Womit habe ich solche Nichtsnutze nur verdient? Nie. What the fuck? Nun? Will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden rufen lassen, ehrenwerter Prophet. Muss ich das jetzt machen? Nie. Ihr wagt es, mich hier zu schmachten zu lassen? Ah, endlich. Ich sollte diesen Mechanismus schleunigst überarbeiten. Aber er ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, ach so kostbaren Zeitstein zu schützen. Okay, den können wir brauchen. Ist bestimmt dann die Möglichkeit, um durch die Zeit zu reisen. Könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Und die stehen draußen hier im Regen und zittern. So, was haben wir denn hier, Leute? Versucht bloß nicht, die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die berüchtigten Ninja-Hörnchen es bis nach oben geschafft haben. Ins Innere müsste man sich aus der Luft Zutritt verschaffen. Doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten.
Wie man so schön sagt, wenn Menschen fliegen. Ich weiß nicht, welches Sprichwort es war. Hier unten ist auch noch was. Mal gucken. Seht ihr diese wunderschöne Pyramide? Wir waren diejenigen, die sie gebaut haben. Das war vielleicht Schwerstarbeit. Aber wenn alles unter Wasser steht, werden wir im Innern Schutz finden. Allerdings gibt es da ein klitzekleines Detail, das mir Sorgen bereitet. Glaubt ihr, sie wird schwimmen? So wie die aussieht, eher nicht. Aber ein U-Boot wäre doch cool. Der Zutritt zur großen Pyramide ist beschränkt. Sie darf nur vom Propheten und den ältesten Anhängern betreten werden. Nach dem Schlüssel zu suchen ist sinnlos. Die Tür kann nämlich nur von innen geöffnet werden. Das kann gelegentlich zu echten Problemen führen. Vor einigen Tagen zum Beispiel stand der Prophet plötzlich vor der Tür, weil es zog. Die Tür aufzubrechen dauerte eine ganze Woche und danach musste sie ausgetauscht werden. Daraufhin erklärte der Prophet Zugluft zu einem Omen für die Vernichtung der Welt. Diese Tür ist verschlossen. Dann müssen wir das vielleicht echt aus der Luft machen, wie die gesagt haben. Gibt's hier Orikon-Erz? Kollege? Ich bin hier, um den Anhängern beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ach, häng dich rein, Junge. Klappt schon. So. Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. So richtig fasziniert. Es ist eine ganz besondere Zahl, findet ihr nicht auch? Sie taucht überall auf. Da ist zum Beispiel die Geschichte von den 5 kleinen Schweinchen. Die Geschichte von den 5 Musketieren. Und natürlich die 5 Schlüssel, die der große Zerstörer sammeln muss, bevor er die Welt in Schutt und Asche legt. Ausgesprochen merkwürdig. Warum 5? Heißt es, dass es in dem Spiel vielleicht 5 Epochen geben wird? Könnte es so ein kleiner Hinweis sein? 3 haben wir ja schon. Was ist denn hier los? Jetzt habe ich ihn da runterhüpfen lassen. Wie geil. So, scheiß Wetter. Ich will hier nicht mehr länger bleiben. Was geht mit dir ab? Den Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Die Ehre gebührt aber nur dem Propheten. Unser größter Schatz wird an der Spitze der Pyramide sicher verwahrt. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, kann man mit dem großen Zerstörer kommunizieren? Keine Ahnung. Ich will aber nicht wissen, wer der große Zerstörer ist. Könnte vielleicht der Endgegner werden. Warte mal. Ah, ich hätte mir ja gerne eine Abkürzung geschaffen. Was ist mit euch drei? Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl das zweite sein? Ich sag mal Sintflut, weil die hier eine Pyramide bauen. Ganz genau, deshalb haben wir die Pyramide errichtet. Haha. Damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Das sind mal richtige Pros hier. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja, komm. Also gut, hört euch meine Frage genau an, bla bla. Bevor er die Welt vernichten kann, muss der Großzerstörer etwas tun. Und das wäre... Auf Stufe 70 hochgrinden, Kraftstufe 9000 erreichen, 5 Schlüssel sammeln, auf Toilette gehen. 5 Schlüssel sammeln haben wir eben gehört. Ja, ganz genau. Hinter dem Begriff Schlüssel verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes. Doch was die Zahl 5 betrifft, ist der Prophet ganz unmissverständlich. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen, lala. Den letzten Typen müssen wir noch anlabern. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Yep. Also gut. Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unseren wertvollsten Schatz graviert. Was ist das für ein Schatz? Triforce, One-Up-Pills, Excalibur oder Zeitstein? Ja, wahrscheinlich der Zeitstein, ne? Gut gemacht. Der Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Okay, wir müssen echt fliegen. Der Prophet hat ihn kurz nach der großen Katastrophe nicht weit vom Smug entdeckt. Smug? Gratuliere. Ihr habt die Prüfung für Novizen bestanden, doch das ist erst der erste Schritt. Um ein Anhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und den Alpha besteigen. Auf dem Gipfel des Alpha müsst ihr den ganzen Tag lang vor unserem Symbol, dem großen Auge, meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhängern beizutreten. Okay. Können wir mal auf unsere Checkliste machen. Ein paar draufpacken, zum Alpha gehen.
Dann rennen wir mal jetzt endlich nach Genua rein. Oder sollen wir doch noch zum Alpha gehen zuerst? Ja, wahrscheinlich werden die uns in Genua sagen, hey, ihr braucht den Zeitstein oder so. Hol euch den Schissel. Gut, dann gucke ich halt mal nach Genua. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Oh ja, ein bisschen haben wir noch. Gucken wir mal nach Genua. Hallo, darf ich? Jetzt, ah, okay, ich muss von vorne kommen. Oh, alles klar, alles klar. Hier sieht's aber anders aus als vorher. Ach nee, ich bin ja hier nie reingekommen. Was geht bei euch? Gleich betretet ihr Genua, die großartige Hauptstadt des Handels. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht. Dann sorgen wir dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Mhm. Händler und Anhänger. Händler und Anhänger. Tag ein, Tag aus sehe ich nichts als Händler und Anhänger. Das ist doch verrückt. Sind wirklich alle Händler oder Anhänger geworden? Nein, ihr beiden nicht. Ihr seid Wachen. So, was ist bei dir, junge Dame? Ihr seid gerade erst nach Genua gekommen, stimmt's? Man erkennt an eurer Sonnenbräune, dass ihr zu viel Zeit im Freien verbracht habt. In Genua schützt der Smaragddunst meine empfindliche Haut vor den schädlichen Strahlen der Sonne. Mhm, alles klar. So, was ist mit euch denn los? Herr Nebelhorn ist ein richtig netter Händler. Vielleicht sogar zu nett. Immer wenn er Hallo sagt, will ich ihm auf der Stelle etwas abkaufen. Wie dem auch sei, er ist ein sehr einflussreicher Händler. Vielleicht kann der uns helfen mit dem Boot. Es ist eine große Ehre für einen Schüler, Spion zu sein. Ich meine, das Haus von Herrn Nebelhorn zu bewachen. Ach, ihr kennt Herrn Nebelhorn noch nicht? Er ist einer der reichsten Händler auf dem gesamten Kontinent. Lass mal abchecken, was der für Waren hat. Jo, hier ist so eine Piranha-Pflanze von Mario. Cool. Was geht bei dir? Um Himmels Willen, Marion. Habe ich nicht tausendmal gesagt, dass ihr die Laken nicht knittern sollt? Armes Mädchen, absolut keinen Sinn für Perfektion. Der große Zerstörer verlangt nach Perfektion. Und ich diene dem Propheten, der den großen Zerstörer vertritt. Die heißt Marion. Mario. Und hier die Pflanze. Ist aber auch genau wieder so eine spießige Tussi wie damals vor 100 Jahren. Die gnädige Frau ist so anspruchsvoll, dass ich vor ihr mehr Angst habe als vor dem großen Zerstörer. Ich bin noch nicht mal sicher, ob er überhaupt existiert. Bei der gnädigen Frau könnte ich mir da gar nicht sicherer sein. Ich habe ganz ohne Absicht gefrevelt. Ich flehe euch an, bitte liefert mich nicht den Anhängern aus. Ja, chill mal, hey, das sind doch eher alles Verrückte. So, hier ist der reiche Händler. Cooler Hut. Nicht. Ach, Herr Schlamassel. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreiches den Beruf des Kaufmanns aus. Okay, es ist sein Enkel. Dann kann er uns ja gar nicht kennen. Er war ein echter Held, der jenen half, die im Krieg nach Genua hinein oder von dort weg wollten. Er hat vielen Leuten einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. Ja, ja, klar. So wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht? Was kann ich für euch tun? Wir können noch über die große Katastrophe reden. Die große Katastrophe ereignete sich vor 60 Jahren, am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon und das Chaos, das folgte, führte schließlich zum Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Oh Gott, hat er viel zu reden. Das machen wir noch in dem Part. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr ja schon abschalten. Im nächsten Part geht es dann ein bisschen mit der Handlung wieder weiter. Aber gut. Die Händler. Nach der großen Katastrophe waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung. Sie gründeten den Rat, der für die Genuas überlebt. Was? Der die für Genuas Überleben nötigen Maßnahmen einleitete. Okay, es langsam lässt mein Gehirn schon nach. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte kaiserliche Steuersystem wich einem faireren System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seither steht es allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Händlersöhne selbst Händler, aber immerhin steht die Chance allen offen. Der Smug, also sowas wie Smog wahrscheinlich. Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffendes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelte, nannten die Leute es Smug. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smug als Energiequelle verwenden ließ. Die Händler erhoben Anspruch auf das Monopol, Smug zu kaufen und zu verkaufen und errichteten die Smug Line,
um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smug betrieben und jedes Mal, wenn jemand welchen verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist Technologie nicht wunderbar? Gut, dann schauen wir mal, ob wir noch ein Boot von dir kriegen. Ihr wollt also zur verfluchten Insel? Ich weiß gar nicht, ob wir da hinwollen, ehrlich gesagt. Ich denke eigentlich, wir wollen hauptsächlich den Zeitstein haben. Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich würde an eurer Stelle mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint, ihr braucht nichts weiter als einen von mir unterzeichneten Erklärung zu höheren Gewalt, um in See zu stechen. Natürlich nicht unentgeltlich. Habt ihr etwas, das ihr handeln möchtet? Treueabzeichen? Oh! Ah, stimmt, das haben wir ja von seinem Opa bekommen. Ich habe einfach mal geraten. Gut. Aber das will ich dann im nächsten Part machen. Das ist nämlich jetzt wieder ein Teil der Handlung, der weitergeht. Breche ich jetzt mal mitten im Dialog ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann. Macht's gut. Ciao.